Hallo Leute, ich bin Freddy. Eigentlich heiße ich ja Don Alfredo, aber das interessiert ja keinen. Mich nennen alle nur Freddy. Und das ist gut so. Bei meinem großen Stallkumpel Dobby ist das ein bisschen anders. Der heißt wirklich nur Dobby. Und das sind die Voltis. Die heißen eigentlich Voltigierteam vom Reitclub Leipzig Knau Teil 2. Aber das merkt sich ja eh keiner. Deswegen sind das einfach nur die Voltis. Und das ist auch gut so. Mir geht es gut. Ich bin nämlich in Rente gegangen. Übrigens genau wie mein Stallkumpel Dobby. Der macht jetzt auch einen auf Ruhestand. Und was macht ein Pferd im Ruhestand? Es genießt seine Freizeit und wälzt sich im Sand. Da beginnt mein Problem. Doch der Reihe nach. Eigentlich war es schon ziemlich cool, ein Voltigierpferd zu sein. Ich sah immer so schick aus. Und die Mädels machten die tollsten Kunststücke auf mir. Wir waren ein richtig gutes Team. Und wir hatten Erfolg. Doch dann bekam ich Rücken und Pferdeasthma. Kein Wunder, dauernd im Kreisrennen und drei Mädels auf dem Buckel, die immer größer und schwerer werden. Jetzt bin ich jedenfalls Rentner und die Mädels haben kein Pferd mehr. Doch hoppla, was machen denn meine Voltis da? Lauter komische Übungen und alles ohne Pferd? Ach wie, die haben ja schon Ersatz für mich, wie es scheint. Doch ohne Kopf? Und Björn kann es auch nicht? Und da steht Tonnentraining? Wie peinlich ist das denn? Unerhört! Ein billiges Blechpferd als mein Nachfolger. Wohl, so richtig viel Geld hatten die Voltis nie. Es ist schon toll, wie sie all die Jahre alles selber organisiert haben. Dressuren ausgedacht und selbst gerichtet. Anzüge mussten genäht werden und natürlich selbst bezahlt. Und dann immer diese Low-Budget-Unterkünfte. Am schlimmsten waren aber die Eltern, diese Hobby-Chauffeure. Die schleuderten uns dermaßen über die Autobahn, dass einem immer speiübel wurde. Naja, die anderen Pferde haben uns jedenfalls immer ausgelacht, wenn wir aus unserem Knautheimer Schrotthänger ausstiegen. Dabei kann Voltigieren so schön sein, wenn man nur zusammenhält. Da seid ihr ja wieder. Ich habe inzwischen richtig Hunger gekriegt. Und jetzt habt euch nicht so. Helft mir mit einer kleinen Spende. Denn eins steht fest. Dieses Blechpferd muss weg.